In einem verschlafenen Dorf namens Altschauerberg lebte Rainer Winkler, der weithin als der Drachenlord bekannt war. Doch hinter dieser Fassade verbarg sich seine wahre Identität. Er war der Anführer der Keksflüchter, einer geheimen Anti-Hater-Einheit, deren einzige Aufgabe es war, die Störenfriede des Dorfes zu bekämpfen. An seiner Seite stand Schatz, eine unscheinbare Plastikpuppe, die mit einer hochentwickelten KI ausgestattet war und Rainer nicht nur strategisch unterstützte, sondern auch immer wieder mit Kissen abwarf. Zur allgemeinen Belustigung, selbst wenn es aussah, als würde er sich selbst abwerfen. Eines Abends, als die Hater erneut vor Rainers Haus auftauchten, wartete das Duo geduldig darauf, zuzuschlagen. Die Hater wussten nicht, dass sie in eine perfekt vorbereitete Falle liefen. Rainer trat mit einem Wurfmesser in der Hand nach draußen, bereit, seine Feinde in die Flucht zu schlagen. Schatz wartete im Hintergrund, um den entscheidenden Schritt vorzubereiten. »Ihr habt keine Ahnung, womit ihr euch hier anlegt«, sagte Rainer, als er das Messer neben die Füße eines Haters schleuderte. Während die Hater innehielten, begann Schatz mit der Ausführung des Plans. Eine dichte Wolke künstlichen Nebels breitete sich aus und umhüllte die gesamte Umgebung. Rainer lächelte schief und fügte hinzu, »Dieser Nebel, den ihr spürt, ist der Nebel des letzten Mals, als ich Kackduschne war. Ihr könnt euch also vorstellen, was das für euch bedeutet.« Die Hater waren nun völlig verwirrt und verängstigt, doch plötzlich schoss ein Kissen aus dem Nebel hervor und traf Rainer direkt ins Gesicht. Die Hater, die das mitbekamen, konnten es kaum fassen. Es sah aus, als hätte Rainer sich selbst mit dem Kissen abgeworfen. Doch bevor sie weiter darüber nachdenken konnten, kam aus dem Nebel ein markerschütternder Schrei. »Ihr könnt mich nicht besiegen! Ich bin unbesiegbar! Ich bin kein menschliches Wesen!« Rainers Stimme hallte durch den Nebel und die Worte durchdrangen die Hater bis ins Mark. Panik ergriff sie und sie rannten so schnell sie konnten aus dem Dorf, überzeugt davon, dass sie gegen eine übernatürliche Macht angetreten waren. Als der Nebel sich verzog, war das Dorf, Rainer und Schatz standen zusammen vor dem Haus. Schatz leuchtete kurz auf, fast wie ein triumphierendes Lächeln, während Rainer sich das Kissen vom Gesicht zog und murmelte, »Gut gemacht, Partner. Vielleicht sollte ich das mit dem Schreien öfter machen.« Sie gingen gemeinsam ins Haus zurück, wissend, dass die Hater eine Lektion für ihr Leben gelernt hatten. Die Keksflüchter hatten ihnen gezeigt, dass es gesellschaftliche Regeln gab, die sie schützten. Wären diese nicht da, hätten Rainer und Schatz sie längst besiegt. Endgültig und ohne jeden Zweifel.